Warum hat mir niemand gesagt, dass es 2 Uhr ist? Guck auf die Uhr! Wir sind doch alle schlafen gegangen. Ja, ich ja nicht. Und ich hab nicht mal meine Melonen geschafft zu pflanzen. Das ist überhaupt nicht registriert vorhin. Ich bin auch von der Haustür. Du hast vor allem gesagt, so spät darf ich nicht mehr pflanzen. Hab ich nie gesagt. Doch! So spät darf ich nicht mehr pflanzen, ich mache nur noch Müll, hast du gesagt. Ach so, erst so über mich. Ich dachte, das wäre eine normative Ordnung an dich gewesen, aber nein. Eine was? Oh, ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel, eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Ja, ja, ist klar. Oh, regnet es schon wieder? Warum regnet es eigentlich 3 Tage am Stück? Weil das geil ist. Dein Tellerchen nicht auf. Warum kann ich den Brief... Ach, jetzt, nee, ich glaube, hier regnet es eher, wenn man das, wenn der Teller aufgegessen. Oh, warum, Hopfen! Warum kann ich den Hopfen nicht öffnen? Weil du was in der Hand hast, dass du musst mal auch irgendwie auf einen anderen Gegenstand gehen. Ich wollte hier ein bisschen Zeug verkaufen, was wir nicht Hopfen. Brauchen. Hopfen! Hopfen, Hopfen, Hopfen! Hopfen, 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 Hopfen! Das ist so unfair. Ich gärtner die ganze Zeit und ich habe immer noch keine Verbesserung für Garten. Hopfen! Hä, hey, wieso hast du schon wieder die Ohnmächtigkeitsnachricht gekriegt? Weil der auch nicht ins Bett gekommen ist. Hey, seid ihr beide blöd? Du hättest uns vielleicht mal warnen können. Ich hab dich. Ihr könnt auf die Uhr gucken! Wenn's kalt war, wenn's ganz spät war. Durch dich, Benni. Ihr könnt einfach auf die Uhr gucken, verdammt nochmal. Ich war abgelenkt durch dich, hab ich davor schon gesagt. Dass ja, ich auch. Ihr habt euch über Schwänze unterhalten. Wie soll man sich denn da konzentrieren? Ehrlich mal. Die Steine sind breit wie lang, das ist doch schon lustig. Nee, genug. Nee, John, Schwanz raus ja, mache ich hier und nicht. Damit muss ich lachen und dann kann ich auf und den Klassiker von den Azubis kenne ich nicht. Will ich doch sagen, und Schwanz auf dem Tisch. Ich bin kein Azubi. Immer noch an meinen verfickten Ohne dürfte morgen. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Lecker! Ich hab mir meine Marmelade vorbeigebracht. Was war Marmelade? Peperoni-Gelee war das. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Nom nom nom. Peperoni-Gelee. Soll ich jetzt Blaubeeren mal kaufen? Blaubeeren haben wir. Tomaten haben wir alles jetzt. Wir haben alles. Dann kaufe ich noch ein bisschen Mohn, da hab ich nicht so viel von bis jetzt. Wird noch rechtzeitig. Wir haben ja schon den 13., gell? Oh, und ich glaube, ich habe sogar eins seiner Lieblingsgerichte zufällig dabei. Was ist denn sein Lieblingsgericht? Die Museumspenden. Ich habe eine Pizza. Ich habe letztens Herbstfülle bekommen. Ich habe letztens Herbstfülle bekommen. Ich habe mein Dinosaurier-Ei gespendet. Fett. Der Fischerakt 1. Das kann. Die ganzen Bücher lese ich aber jetzt nicht vor, ja? Ach so, ne, das wollte ich letztens fragen, aber ihr wart ja die ganze Zeit viel zu beschäftigt. Wir haben hier irgendwie 2 Millionen Bücher, die wir hier lesen können. Ja, kann ich ja mal schnell einfach. Ne, aber das ist für dich wichtig, Benni, weil sonst bekomme ich wieder Fucker. Spoilert dir doch. Du musst ja nicht laut vorlesen, aber lese es dir wenigstens durch. Nope. Wenn ich laut vor, dann weiß ich sie auch. Nope, zu spät. Ich habe schon alle durchgeklickt. Du darfst dich aber nie wundern, wenn sie also, dann mal spoilern. Eben. Ich wollte gerade sagen, also wenn du schon nicht im Wiki liest, dann liest wenigstens die Tipps, die das Spiel dir gibt. Eben. Nein, selber rausfinden. Beispiel, da steht zum Beispiel auch, in dem Geheimbuch steht zum Beispiel auch, im Müll wühlen, vor allen Dingen beim Schmied und beim Museum, bringt ihr häufiger Geoden. Und ich, auch Artefakte. Felix, lass es einfach. Wir meistern dieses Spiel und ziehen den Ben irgendwie mit. Jetzt tut nicht so, als ob ich euch zurückhalten würde. Was willst du zurückhalten? Ich gebe dir gleich. Ja, nicht mal die Tipps, die im Spiel kredenzt werden. Kredenzt? Genau. Wurden Alter. Die jetzt durchgegart oder was? Schulz. Schulz. Jetzt habe ich wieder was, was ich mal für YouTube rausschneiden muss. Ich danke dir. Hä, wieso musst du es rausschneiden? Das ist doch nicht verboten. Und aber über Monetarisierung müssen wir uns aber keine Gedanken machen. Aber ich kann jetzt trotzdem zensieren, was ich furchtbar finde. So. Habe ich das neben dir gemacht? Ihr direkt an meinem Ohr, also. An deinem Ohr. Sag mal, also, das war noch nicht immer Bier, das war Cola. Ich habe eure Stimmen mehr im Ohr, als wenn ihr neben mir sitzen würdet. Ups. Das können wir ausprobieren. Lumi! Aber ich bin nicht gestört. Das habe ich nie behauptet. Doch, hast du vorhin. Indirekt. Ach, Quatsch. Du hast indirekt gesagt, ich wäre gestört. Normal, wenn man da, ich habe gesagt, du bist... So, du hast gesagt, du magst nur gestörte Menschen oder du magst besonders gestörte Menschen und dann hast du gesagt, du magst mich. Ja, aber siehst du, deswegen ist gestört sein bei mir ja auch keine Beleidigung, sondern ein Kompliment. Aber ich will nicht gestört sein, ich find's trotzdem beleidigend. Ja, ich bin offended. Nimm das zurück. Okay, ich nehm's zurück. Sehr gut. Wenn du dich offended fühlst.
Did you just assume my nicht beleidigt sein? Ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben irgendwelches Sextechnisches online bestellt und es waren einfach nur Kondome, weil sie billiger waren. Ja, das mache ich tatsächlich auch und dann schmeiße ich es am Ende des Jahres, nach 3 Jahren alles weg, weil so viele Kondome kriege ich nicht vervögelt. Ich schon. Ich nicht, ich bin aber Single und wählerisch, das ist eine schlechte Kombi. Ich war auch Single in dem Moment. Und wählerisch? Nee. Hallo, ich bin ein Kerl. Kerle sind von Natur aus relativ selten wählerisch. Und außerdem traue ich Kondomen nicht. Das ist natürlich ungünstig. Wozu kaufst du sie dann? Naja, weil ich die Pille nicht nehmen will und dann sind die Kondome natürlich besser als nichts. Aber an für sich fühle ich mich mit denen irgendwie sehr unsicher. Ich hatte auch schon zweimal den Fall, dass ich dann nachts nochmal zur Apotheke musste. Das macht bei Kondomen. Keinen Spaß. Dann würde ich bei behaupten, Kondomen. Hast du Leute, die unfähig sind, Kondome ordentlich zu benutzen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also, ich schon. Ich sterb schon wieder. Nein! Oder du bist einfach unfähig und das liegt an dir mit den Kondomen. Du, ich habe keine Ahnung, woran das lag. Ja, die sind abgerutscht beide Male und dann war ich so unsicher, dass ich... Weil der Typ zu große Kondome gekauft hat für sein Mini-Ding. Ich habe ganz normale Kondome gehabt. Die ja, und er hat wohl zu kleine gehabt. Der Schwanz war nicht sonderlich... klein bei beiden. Oder du hast zu kleine Kondome gekauft für zu groß. Sie denn dann ab? Weil du sie nicht ordentlich drauf kriegst. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich am Ende das Kondom noch und den Schwanz nicht mehr. Am Ende des Tages hatte ich noch Kondom übrig. Naja, ich hatte das Kondom noch, aber den Schwanz nicht mehr. Und es ist halt eine verdammt blöde Mischung. So, das ärgert mich. Ich muss mich mal mehr konzentrieren und weniger über Kondome reden. Das ist auch irgendwie ein Scheißthema. Also, nee, eigentlich ist es ein Schwanzthema. Das stimmt allerdings. Außer du machst Anal, das ist ein scheiß Thema. Oh Gott. Das ist nicht mein Humor. Meiner schon. Man muss es sich ja nicht vorstellen, ja? Ich kann mein Bildergehirn nicht komplett ausstellen, weil ouch bei so Sachen. Das ist aber ungünstig bei mir. Ja, das ist es. So. Ich fand das schon immer lustig. Du bist gerade ein Zuschauer abgehauen, genau bei dem Thema. So. Ich fand das schon immer lustig, wenn Leute sich Sachen zwangsweise vorstellen, die dann lustige, also für die ekelhaft, für mich lustige Sachen zu erzählen. Ich hab da eigentlich einen gesunden Schutzmechanismus gegen, wenn ich damit rechne, aber das kam jetzt sehr unverhofft und da kam das Bild auch sehr unverhofft direkt ins Gehirn. Also, aber naja, whatever. Kannst du weißes Gold machen, bitte? Weißes Gold? Porzellan. Nennt man auch weißes Gold. Wir sind nicht in Meißen. Porzellan wurde tatsächlich in Europa nur erfunden, weil sie versucht haben, ich glaube, aus Blei Gold zu machen oder sowas. Ja, die wollten Gold halt machen. Ne? Also die Alchemisten wollten Gold herstellen aus anderen Materialien und haben dabei Porzellan entdeckt. Ja. Interessant. Das ist nämlich nicht aus China gekommen, sondern wurde, obwohl es das in China schon Ewigkeiten gab, in Europa nochmal entdeckt. Ich hab schon Fernsehen geguckt. Wer hat nicht meine Fackel weggemacht und den blöden Ofen dahingestellt, dieses scheiß Ding? Ich. Oh. Ich hab Fackeln davor gestellt. Ich hab vor Lumi noch 2 Fackeln hingestellt. Der Ofen nervt, aber der steht am Wege. Komm ich nicht mehr richtig an meine Tür. Weg, ey. Mach ich jetzt auch. Heul doch. Direkt vor meinem. Seid ihr froh, dass das ein bisschen heilt? Das Ding ist ja nicht an. Weil wer. Ich will ja kein Update. Dann hau was rein. Oh, guck mal, wie schön das schon bewässert wird. So, ich verkauf das Ding einfach. Easy. Meine Kehle ist so trocken. Ja, ich verkauf den da. Was? Nein. Kann man das? Ah, kann man nicht. Wenn schade. Wenn wir keine Cola haben, ist das geil. Kann man stellt nicht. Halt hier oberhalb. Hey, Kindchen, meine Kehle ist so trocken wie ein Würstchen. Ja, jetzt rede ich dir aber auch dazwischen, weil ich konnte es eben auch nicht vorlesen. So. Mich dürstet deines hellen Bier. Hast du eins? Reguläres Bier wird nicht reichen. Ich brauche helles Bier. Benni, stell's doch hier hin. Benni, stell's doch hier hin. Ich weiß, wo ich hinstelle. Nein. Ich finde das gut. Nein. Ich finde das eine gute Pose. Ich sehe es schon. Hat doch eine gute Pose. Hör auf zu lachen und Spaß zu haben. Arbeite bitte. Hey, nix da. Ich werde nicht wieder zum Peon, ja? Nein, ich will Benni kein Holz. Ich biete dir meine Melonen an, Benni. Ja, habe ich angenommen. Evelyn, meine gute alte Omi-Dame, ich komme. Gute alte Omi-Dame?
Es ist doch die Omi, die Evelyn. Omi, der Arme. Wenn ja, steht komm jetzt nicht. Komm jetzt nicht so, ja. Mit Deutsch. Mills. Nein, auf Gills. Auf Gills. Grandma, like the fuck. Das wäre doch eine schöne Überschrift für uns. Ich habe mal als Nebenjob. Hier ist die Melone. Google-Anfragen transkribiert. Oh, du da, hast da hat mir jemand gebracht, wenn ich gefragt nach, hatte. Vielen Dank. Haarigen Muschis von alten Omas gesucht. Geil. Leute haben sehr interessante Suchanfragen zum Teil. Neuer Erfolg, Cowboy, 50.000. Ich mag gerade Mannys Lieblingsspiel im Mülleimer wühlen. Ich spende dafür Glasscherben, ja. Neue Belohnung. Ja, dann hol gleich mal ab. Nochmal Belohnung abholen. Was? Blumenkohl, Melonensaat? Soll ich Melonensaat holen von als Belohnung oder in Trommelblock? Du kannst das alles. Nee. Ach, kriegt das alles? Holy shit! Irgendwas. Holy shit! Okay. Dass man so viel kriegt, habe ich nicht gedacht. Ja, das kann sein, dass ich vergessen habe, Elmar zu holen. Das sah eher nach 2-3 Mal vergessen aus. Ich bin an Menschen, die Dinge nicht beim ersten Mal kapieren und auch nicht beim dritten und vierten Mal sehr, sehr, sehr gewöhnt. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Ja, viel Spaß mit dem Pepperoni-Gelee. Vor allem pur, ne? Ja. Es ist auch, ich löffel das Zeug. Wenn du Hunger hast, ne, dann löffelst du Pepperoni-Gelee. Das ist das Erste, was ich kaufe, wenn ich Hunger habe. Brauchen wir jetzt noch mehr Melonen wegen dem Goldmelonen-Zeugs? Ja, kauf Melonen. Noch haben wir Zeit, also bis zum 28. können die ja noch wachsen. 54 Melonensamen. Reg du dich noch einmal über meine Pastinakenwaren auf. Noch du hast gesagt, ich soll Melonen kaufen und wir hatten halt fast 4000. Alles gut, ich finde das ja super, dass du das machst, aber du bist derjenige, der sich über mich aufgeregt hat, nicht ich. Na, aber jetzt haben wir ja Sprinkler. Die 50 Pastinaken, die du gekauft hast, mussten wir per Hand machen. Ja, vor allen Dingen, das Problem ist, wir haben immer noch keinen Dünger. Ja. Wir haben doch aber, ich habe doch vorhin abgehakt und so, du hättest doch bauen können. Hast du gehakt für Dünger? Ich komme jetzt zurück, ich habe wieder voll Energie, ich kann auch noch ein paar Bäume killen. Wir haben außerdem noch 6 Dünger und ich kann auch noch ein bisschen Dünger basteln. Wie viel kannst du denn basteln, wie viel brauchst du noch? 14 oder so. Ja, 14 kann ich. Ich habe jetzt 20 Dünger insgesamt. Und du hast 56 Melonen. 54. 54. Ich spiele nächste Woche einfach Solo, ja? Könnt mich das ist machen. Okay. Ich spiele alle. Ja. Das krieg ich auch noch von meinem besten Kumpel verraten, ey. Das, siehst du, nix Bruder vor Luder. Das war's dann. Ich hab die Brüste. Ich spiel mit den Leuten. So, Moment. Also ich habe jetzt gleich auch nochmal 20 Dünger. Also bitte nichts pflanzen ohne Dünger. Und dann mache ich dir jetzt hier noch ein bisschen... Dünger. Gib mir Dünger, Baby. Ohne. Mach mir Dünger. Dünget. So. Dünget. Yeah, yeah, dünget. Dünget schnell, dünget. Dünget real good. Genau. Warum mache ich denn Mist überhaupt mit? Ups. Weil du lustig bist. Bin ich das? Weil du sein willst. Weil du gesoffen hast? Ich habe nicht gesoffen. Ja, das wäre eine Ausrede gewesen. Ich habe dir gerade noch deine Möglichkeit zum Gesicht wahren gegeben, ja? Ich habe so viel Scheißbier, was irgendwie weg muss. Ich habe schon überlegt, ob ich eigentlich mal beim Streamen trinken sollte, damit ich das loswerde. Aber irgendwie ist es auch wieder uncool. Bier kann man sich ja gar nicht besaufen. Das, cool. Das Z-Balken. Ja. Einschlafsalgen, das ist wieder auch so ein Z, ey. Ja, aber ich lieb. Ein Z-Krieger. Du bist bei von Dragon Ball. Korinthen. Scheiße, ich brauch die letzte Treppe. So, jetzt hier, ich hab den letzten Dünger. Wo bist du? In Felix am Haus. Ich hab jetzt geschafft. Unten gedüngt. Du kannst jetzt nochmal deinen Samen draufschmeißen. Mach ich gleich, Moment. Er braucht noch eine Weile zum Kommen. Oh Mann, Leute. Ach, schön. Kannst du deinen Samen nochmal drauf? Oh nein, jetzt habe ich aber 3 gemischt. Aber es ist schon 1 Uhr, das schaffe ich nie mehr. Na, jetzt komm, den einen kriegst du auch da draufgeschmissen. Nein, schaffe ich nicht mehr. Dann schmeiß ich meinen drauf. Himmel. Mach mal, schmeiß deinen Samen drauf. Das ist ja eine Krux mit dir. Also...
Wo bist du, wenn man dich braucht? Oh nein, jetzt verstecke ich hier fest. Ich schlafe. Ich will die Melone noch bewässern. Ja, ich gehe jetzt rein. Ich schlafe, ja. Ich kann nicht schlafen. Ich schaffe das. Ich schaffe. 1.50 Uhr. Du schaffst es jetzt nicht mehr ans Bett. Dann schaffe ich es zumindest noch zu bewässern. Bewässern. Los, komm jetzt. Du verbrauchst unser Geld, Mensch. Ja. Nee, ich glaube, wenn man auf dem Hof gefunden wird, kostet es nichts. Doch. Doch. Felix hat vorhin auch 80 bezahlt. Echt? Nur wenn du im Haus gefunden wirst. Hofarbeitsstufe 4. Und ich habe Sammelstufe 5. Holz ist 50% mehr wert, oder? Ich kann immer noch keinen Dings machen. Sammler. Nein. Wir sammeln doppelt so viel. Toll. Wer verkauft die ganze Diamanten? Hm? Ich habe die gefunden und ich darf dann bitte damit anstellen, was ich will. Nein, die brauchen wir noch, ja?